Ich wünsche allen Gesundheit. Wir haben gutes Wetter, aber wir merken das nicht. Wir haben kein gutes Wetter und kein gutes Himmel über uns hier in der Ukraine. Ich weiß, ich glaube, das wird nicht immer dauern. Wir kämpfen jeden Tag dafür, dass es sich ändert. Heute ist ein Fest bei uns, ein Tag der Freiwilligen in der Ukraine. Wir kämpfen heute für unseren ukrainischen Charakter, für unsere Ukraine. Es kann sein, dass was heute passiert ist. Aber heute besteht Gefahr gegen unser Leben und dagegen kämpfen wir. Wir kämpfen für unser Land. Wir sind uns sicher. Wir sind Ukrainer. Wir sind geeint. Keiner braucht uns zu überzeugen, dass wir für unser Land stehen müssen. Wir brauchen jetzt Unterstützung unserer Militärkräfte und Solidarität allen Leuten, die hier leben, für unseren Sieg, für Sieg unseres geeintes Landes. Ukraine ist nur einfach Territorium, nicht nur Territorium für uns. Das ist unser Land. Für uns sind das Millionen glückliche Menschen. Das sind unsere Denkmäler und Plätze. Und Millionen unseres Volkes stehen heute wie ein Mann für Sieg unseres Landes. Wir kämpfen für unsere Kinder und wir sind heute für alle Freiwilligen, die selbst Weg ausgewählt haben, für Land zu stehen. Wir danken allen, die uns unterstützen, die mit uns heute stehen. Für die Ärzte, für die Leute vom Transport, für alle, die unsere Netzwerke bewahren. Ich grüße alle und jeden aus diesen Millionen für diesen Fest Freiwilligen. Heute haben wir 19. Tag des Krieges. Wir kämpfen sehr erfolgreich gegen unser Feind. Und unser Feind muss sich selbst helfen können. Wir haben kein Recht, heute uns schwach zu zeigen. Russland hat Militärressourcen ganze Zeit zusammengetragen, dafür, dass sie gegen Ukraine angehen können. Wir müssen uns zusammenhalten für unser Sieg, damit wir zu unseren verdienten Frieden gehen können, damit wir garantieren können, dass unsere Menschen in Sicherheit in Zukunft leben können. Wir haben heute sehr schwierige Verhandlungen und sie haben schon angefangen in Videoformat. Und heute Abend werden wir berichten, was daraus gekommen ist. Unser Land muss sich entwickeln, Wirtschaft muss sich entwickeln, so möglich, wie es weitergehen kann. Es kommen neue Städte, die wir aufbauen, da kommt neues Leben dahin.
Es kommt Handel, es kommen Geschäfte. Aber dafür müssen wir heute etwas tun, damit wir neue Ukraine in Zukunft erleben können. Und das hängt von jedem von uns ab. Wirtschaftliche Vernichtung der Ukraine, das sehen wir jeden Tag. Und wir kämpfen uns auch dagegen. Heute Hauptziel ist, unsere Leute Leben für unsere Leute zu bewahren. Wir appellieren zu kleinen Geschäften. Versuchen Sie, alles zu bewahren, was Sie heute haben. Wir werden das noch benutzen können und wir werden das noch benutzen. Wir werden euch alle brauchen nach dem Krieg. Wir werden alles erneuern. Das wird alles funktionieren. Unsere Menschen müssen wissen und ganz genau wissen, dass wir werden alles bewahren und wir werden alles erneuern und aufbauen. Ich garantiere allen Businessmenschen, dass alle Bedingungen zu schaffen für Entwicklung. Militär tötet unsere Menschen und da fallen Bomben auf unsere Städte. Aber ihr müsst ganz genau wissen, wir werden alles aufbauen. Also jeden Haus, jeder Stadt werden wir aufbauen nach dem Krieg. Und wir machen das ganz schnell. Wir werden alle unsere Kräfte damit vereinen. Und die ganze Welt wird uns dabei helfen, damit unsere Ukraine leben wird. Aber heute müssen wir alle gegen unsere Feinde kämpfen. Wir müssen auf jeden Meter unseres Landes stehen. Und wir müssen auch dabei unsere ukrainische Seele bewahren. Unterstützen Sie uns. Unterstützen Sie unsere Kämpfer. Ehre der Ukraine.